Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Little Nightmares 2. Und heute machen wir ein bisschen Musikunterricht, habe ich das Gefühl. Nicht, dass uns so irgendwie hier der Kopf verdreht wird von der lieblichen Musiklehrerin Frau Prügelpeitsch. Ich glaube doch, das ist sie, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir werden häufig sterben. So, darüber kommen wir definitiv nicht. Da unten ist die Kugel. Okay. Können wir das runterlassen, dann da wieder rauf? Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, zwei oder dreimal? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wir lassen uns mal überraschen. So, pst. Dankeschön, ja, so geht das. Nein! Zieht hier! Oh, ich muss immer dagegen halten. Jetzt springt schon rüber! Okay, wenn sie drauf ist, dann ist es. Okay, es ist schwer genug. Ich krauch mal weiter! Sich nicht stören. Sehr schön. Spielen Sie ruhig weiter. Ja. Mal rumstellen. Warum ist der hier so weit? Nein, verdammt, ich brauch. Komm ich? Ich komm da nicht rauf, oder? Ich brauch den Bock von drüben. Spiel! Ich schieb mal lieber. Ich glaube, das ist ein bisschen schöner. Schieben macht Spaß. Kann er schieben? Nee, kann ich schieben. Und der Axt muss ziehen. Lassen Sie sich nicht stören. Ist alles gut. Dass wir noch längst nicht tot sind, irgendwie. Es ist mir unbegreiflich. Oh mein Gott, nein! Wie lange ist ihr Hals? Ich weiß es nicht! Schneller! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, zieh mich hoch! Bitte, schnell! Zieh mich rein! Heilige Scheiße! Können wir jetzt hier wohnen? Können wir hier bleiben? Hier ist schön! Oh Gott. Nee, ich wohne jetzt hier. Das ist jetzt hier meine Wohnung. Schön. Ich habe hier einen geilen Ausblick. Ich habe fließend Wasser.
Nachher, wenn das hier vorgelaufen ist, habe ich auch einen Swimmingpool eingebaut ins Haus. Da kann ich ein paar Bahnen ziehen. Super. Hat auch eine Stange Geld gekostet hier. Und Nerven. Gut, dass wir jetzt die Mütze aufhaben. Na komm. Wir schaffen das. Wir haben die Schule des Grauens anscheinend überstanden. Oh Gott, und die Lehrerin. Es ist ein Wunder. Es ist mit einem Wunder zugegangen. So. Jetzt hier rüber. Ich glaube. Ich ahne Schlimmes. Okay. Scheint doch nichts Schlimmes. Okay. Warum liegen schon wieder Klamotten rum? Schuhe. Was zum Teufel? Was zum Teufel ist mit den Leuten passiert? Einfach so aus dem Leben gerissen. Eine gruselige Glotze. So, hier stehen wir wenigstens nicht im Regen. Können wir? Ich hab keine Ahnung. Können wir die Planke irgendwie benutzen? Nö, das funktioniert nicht. Aber wir können hier oben auf den. Upa! Können wir rauf? Da können wir. Naja, ich wollte nicht rein. Ich wollte. So. Okay. Kann ich jetzt. Nö, das funktioniert so nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich. Der Teil an sich nur einfach rüberschieben, oder? Bis hier. Das ist ein enormer Sprung. Ich möchte bezweifeln, dass wir den schaffen. Hier rauf. Schön. Hier rüber. Und das auch noch ohne Anlauf. Irgendwie müssen wir den Deckel zubekommen. Wie? Jetzt nicht weit. Finden wir auch nichts. Zumindest nichts Hilfreiches. So, was hat er. Das macht Spaß, geil! So. Erstmal den schönen Lederkoffer da erstmal dry humpen. Ja, richtig geil, ich freue mich. So, von wegen jugendfrei und so. Ach, bei dem Spiel ja sowieso nicht mehr. Dann, wie kriegen wir den Deckel zu? Das. Okay. Whee. So, es. Nee, ich kann darauf nicht balancieren. Verdammte Axt. Kann ich hier den Deckel irgendwie Deckel. Das funktioniert nicht. Kann ich abspringen? Springt einfach nur raus. Dann,
hier ist auch nichts Großartiges. Mit der Planke können wir nichts machen. Ich hätte jetzt gedacht quasi, man könnte ja die Planke... Naja, aber die ist groß und schwer wahrscheinlich und wir sind klein und schmächtig. Kann man den... Nee, darauf kann man nicht balancieren. Hey! Jetzt wird's irgendwie wieder... tricky, sehr tricky. Ja, ich keine Ahnung. Weiter geht's nicht. Wir könnten... man kann die auch noch da schieben. So, sehr schön. Und dann einmal wieder nach hier vorne. Okay, gut. Ja, reicht. Zixus reicht. Komm. Auf den Fernseher. Hier drüber. Und dann ordentlich Anlauf. Und da hoch. Na komm. Ich musste gar nicht helfen. Ja, Entschuldigung, ich wollte helfen. Jetzt musst du da nicht irgendwie trotzig da hinten stehen. Komm raus aus dem Regen hier. Ist wenigstens ein bisschen trocken, aber nicht sagen. Ich dachte, ich wäre ein Tag. Aber gut zu kuchen. Ist das ein neuer Hut? Ist es? Oh, nee, ist ein Schirm. Hallo, kleiner Georgie. Ist aber ein schönes Boot. Und das Brötchen? Können wir das irgendwie schwimmen lassen? Ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir dann neue Freunde. In der Kanalisation? Nee, schade. Irgendwie nicht. Oder? Hallo! Das ist so geil. Das ist wirklich so geil. Ich leg das mal hier ab. So, da müssten wir rein. Und dass die Tür kaputt ist. Oh! Zings, guck mal! Das würde dir doch bestimmt... Ja, es passt dir doch. Wie angegossen. Und hey, jetzt sind wir endlich im Partnerloop. Na gut, dann freue ich mich einfach für uns beide. Dann haben wir... So toll ist ja eigentlich auch passiert. Warum ist hier einfach alles nur komplett kaputt? Da, die Leute sind verschwunden. Ist wirklich nicht so gut gelaufen. Hier für den Entscheidungshelm aus Hogwarts ist es auch anscheinend nicht so gut gelaufen. Der liegt hier ganz platt in der Gegend rum. Hab ich irgendwas? Zix, jetzt guck doch auch mal. Haben wir irgendwas übersehen? Wir haben schon lange keinen neuen Hut mehr bekommen. Und das sieht hier so... Das sieht hier sehr hutig aus, wenn ich ehrlich bin. Zum Beispiel hier in dieser Hutschachtel. Mit dem man nichts anfangen kann. Schade. Aber man kommt hier oben drauf, okay. Man kann... Weiß ich nicht. Nö. Kann ich wenigstens bimmeln. Schade. Da hinten... Sitze ich hier hinten in der Kiste. So, einmal hier runter. Da oben ist aber... Da oben sind auch irgendwie nur Klamotten. Da oben ist auch nichts. Hier... Was ist das? Ist das eine Dose? Es ist einfach nur eine Flasche. Okay, na gut. Dann, war sie weiter. Na komm. Jetzt sind wir wenigstens ein bisschen vor dem Regen geschützt.
So, keine Ahnung. So, die Mülltonne kann man nicht verschieben. Man kommt hier aber auch nicht anderweitig durch, oder? Ich komme da nicht ran. Kannst du mal behilflich sein? Dankeschön. Dankeschön. So, einmal hier hoch. Einmal hier. Und einmal da. Danke für die Hilfe. Der Regenmann steht hier super. Bis demnächst. So, ich bin mal weg. So, hier ist noch so ein Hut. Keine Ahnung. Dann einfach hier runter. Schön. Da lang, da lang. Und hier runter. Okay. So, und von der anderen Seite kann man auch viel besser drücken. Und so, kein Problem. Das ging doch einfach. Und dann hier rauf. Hier durch die, über die Mülltonne. Und ziehen. Ja, sehr schön. Na, kommst du? Okay. Und dann hier hoch. Ne, hoch bestimmt nicht, aber wahrscheinlich runter. Und durch die nächste Klappe durch. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Was ist das jetzt hier? Schule 2? Return of the... Of the Frau Prügelpeitsch? Nee, ey. Das sieht aber fast so aus. Ach, ich mache mir echt ein bisschen Sorgen. Guten Tag, hallo. Warum die Treppe nehmen, wenn es auch schwierig geht? Den Deckel kriegt man auch nicht auf. So, einmal hier durch. Das sieht wirklich aus wie die Schule. Oh Gott, nee, ey, das ist... Keine Ahnung. Ich mach mir schon wieder Sorgen. Okay. Hätten. Hier in der Schule hat das jetzt irgendwie nichts so großartig. Gefängnis? Sind wir im Gefängnis? Boah, Alter. Wenn die Kinder, die regulär in die Schule gehen. Ihr habt sie ja auch selber mitbekommen, oder? Wenn die schon so drauf sind wie... Keine Ahnung. Geistesgestörte Psychobaden? Was ist denn mit den Leuten, die in dieser Welt in den Knast kommen? Oder sind es die liebsten, netzten, freundlichsten? Das kann ja auch sein. Vielleicht ist es dann einfach... Dass die Leute, die aus der Norm fallen... hier einfach in den Knast kommen. Was zum Teufel? Ja, dankeschön. Ja, mach mir alles... Mach mir alles vor. Überhaupt kein Problem. Das war aber knäppelig. So, hier einmal rauf. Und hier einmal zurück. Dankeschön. Ach du Gott. So, darauf. Was, das sieht eher aus wie der Fiebertraum eines, der in der Irrenanstalt sitzt. Keine Ahnung. So, und der Eimer hoch. Ausgezeichnet. Ich, keine Ahnung. Muss man... Einmal Tür zu. Ich nehme immer gerne Sachen mit. Keine Ahnung. Vielleicht können wir es gebrauchen. Außerdem leuchtet es schön. So, dann... Weiß ich nicht. Einmal, ich stelle es hier einmal hier kurz ab. Können wir? Hui. Nö, anscheinend nicht. Oder? Six, können wir? Wollen wir? Na gut, dann nicht. Die nehme ich mal mit. Ich habe keine Müdigkeit vor Schützen. So. Und hier müssen wir unsere... Keine Ahnung.
Superfusionszelle müssen wir jetzt hier einsetzen. Ist sie runter? Oder warum guckt sie so komisch über die Schwelle? Ach. Okay, ab in den Fahrstuhlschacht. Ab in den Fahrstuhlschacht. Hey! Können wir? Ich krieg's nicht auf alleine. Rein einfach rein! Oh Gott! Das hat doch zur Abwechslung mal wirklich gut hingehauen. Warum gibt's seit neuestem hier diese Gucklöcher in den Luftschächten? Ich frag für einen Freund. Nicht, dass es irgendwie gruselig ist oder so. Okay. Das ist Auge wieder. Okay. Ja, ich, ja. Der Tipp ist sehr lieb gemeint. Er könnte jetzt auch wieder. Könnte jetzt auch wieder gehen. Ja, schön. Ich habe ganz schlimme Flashbacks an den ersten Teil. Die Putzfrau war auch schon länger nicht mehr da. Entschuldigung. Was? Man kann sie blenden. Das ist ja geil. Der Schatten. Ach, so ein schönes Spiel. Dann, gibt hier hinten irgendwas zu holen, zu sehen, zu finden. Hüte. Keine Ahnung. Bisschen Munition oder so. Für unsere Schrotflinte. Ah. Ein Schem. Hallo. Ich hab immer noch keine Ahnung, was das soll. Ja, wirklich null. So, na dann. Dann retten wir uns jetzt mal wieder ins Gesicht und blenden uns selbst, dann... wer war das? Warst du das? Six, six, oh, warum jagst du mir so einen Schrecken ein? Warum? Ach nö, liegt schon mal eine Schere rum. Ich behalte meine Taschenlampe. Sehr schön. Irgendwo lauert doch der Grusel wieder in der Dunkelheit. Kann mir doch keiner erzählen. Hallo? Oh, ich hasse es immer, so Gängen vorbeizulaufen. Da hinten ist eine Tür offen. Ich guck mal eben schnell hier. Von wegen, erstmal falscher Weg und dann richtiger Weg. Okay, ja gut, das ist nicht der richtige Weg. Das ist der falsche Weg. Nun gut, dann wieder zurück. Ein Schlückchen Wasser. Und dann, ja gut, ja. Ja. Hier in diesen vertrauenserweckenden Raum rein. Zumindest haben wir Licht. Snacks. Lecker. Vielleicht können wir uns was holen. Was gibt's denn? Geschmacksrichtung. Gelb, blau, rot und vorne ist so braun. Weiß ich nicht. Scheint aber gerade. Lecker. Gelb. Meine Lieblingssorte. Komm hier bitte. Ach. Oh Mann, ey. Manchmal komme ich echt ein bisschen. Naja. Ist alles. Es ist alles unbeabsichtigt. Ich bin nur einfach nur so ein Spielkind und drück immer gerne irgendwelche Knöpfe und ziehe an irgendwelchen Hebeln und so.
Oh nein. Gott, oh Gott, schon wieder. Jetzt ist die große Frage. Will er mich reinsaugen? Was will er von mir? Was will das Fernsehnetzwerk? Was will es von mir? Und was tut es auch vor allen Dingen mit mir? Ich weiß nicht. Antworten wären auch schön gewesen, aber es... Nein. Es fühlt sich überhaupt nicht richtig an, da zu sein. Überhaupt nicht. Genauso wenig wie hier. Würde ich in der Irrenanstalt. Was ist das? Kann man das mitnehmen? Nö. Aber das möchte man auch nicht anfassen. Hey, da oben ist ein Schalter. Wir brauchen zwei Sicherungen. Hier brauchen wir auch eine. Da oben sitzt noch irgendwas in der Ecke. Die kriegen nicht oft Besuch hier, oder? Da vereinsamt man ein bisschen. Glotz habe ich jetzt auch kaputt gemacht. Was? Okay. Im Teddy ist der Schlüssel. Warte mal, eine Sekunde. Six, bleib doch mal. Hier, kannst du. La 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 la. Huch, was ist denn hier los? Warum falle ich denn um? Ach schade, schon zu Ende. Wollen wir uns noch ein bisschen verstrahlen? Ach, sehr cool. Komm hier einmal noch. Kann man noch einmal? Ja, es geht! Hui! La 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 la! Yeah! Yeah! So! Wer kennt das Musikvideo noch? Ach, ich bin alt. So, hier. Okay, der Teddy. Wo zum Geier? Da liegt irgendwas. Nein, das ist der schönste Daddy von der ganzen Welt. Ich will ihn lieb haben und kuscheln und ihm den Bauch aufschlitzen und den Schlüssel rauskramen. Der Hase, ey. Okay, so, einmal darauf. Das wollte ich eigentlich nicht. So, komm her, du. Hier, Sick, komm, den schenke ich dir. Wirch, sie hat ja auch was in ihm. Warum? Können wir dem irgendwie... Warte mal. Vielleicht müssen wir ihn auch erstmal scannen, damit wir sicher gehen, ob wir ihm jetzt seinen fetten, feißen, fusseligen Wanst aufschneiden. Das sieht so doof aus. Oh, der weiß schon, was auf ihn zukommt. Nicht schon wieder. Was? Da ist kein Schlüssel drin, ne? Aber in der Ente? Warum? Was ist in der Ente drinne? So, hier ist nichts drinne. Warum? In den Beeren ist doch der Schlüssel. Was mit der Ente? Kannst du... Schmeiß sie einfach mal auf den Boden, vielleicht kann man die aufknacken. Merkwürdig. Na gut. Dann hole ich mir mal den noch hübscheren Hasen. Warum rennen sie jetzt immer mit der Ente durch die Gegend?
Irgendwas? Hui! Okay, gut. Irgendwas hat sich metallisch angehört. Ich bin mir unsicher. Vielleicht ist es auch nur Wunschdenken. Naja, einfach mal scannen. Dann packe ich dich mal hier hin. So. Ja, schon wieder. Als hätte der... Ja, hallo. Ja, ich... Ja, Six, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Okay, gut. Im Hasen und nicht im Bären. Da ist der Schlüssel verborgen. Wie wir den rausbekommen werden, das werden wir morgen sehen. Bis dahin, habt noch eine wunderbare Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.